Wir kommen jetzt zum letzten Vortrag auf dieser Bühne heute. Und gerade eben habe ich noch erfahren von dem Mario, dass er das erste Mal auf der Make Munich ist, aber sonst ein sehr erfahrener Maker-Event-Hopper, würde ich ihn jetzt mal dezent beschreiben, beziehungsweise er ist viel unterwegs in der Szene. Zum FabScan Pi, ein Open-Source-3D-Scanner, dürfen wir euch jetzt noch mal mit einer wunderbaren, interessanten Vorstellung berieseln lassen. Und dann gibt es im Anschluss noch einen Preis. Und zu dem sagen wir nachher noch was. Viel Spaß. Hallo. Also ich wurde ja jetzt schon angekündigt. Mein Name ist Mario Lukas. Ich komme aus Aachen und betreue oder habe seit 2 oder 3 Jahren das FabScan-Projekt übernommen und wollte jetzt erstmal ein bisschen so was über euch erfahren und mal rausfinden, wer hat noch nie vom FabScan gehört? Okay, aber die Quote ist allemal besser als auf den anderen Veranstaltungen, wo ich bisher war. Da sind doch wesentlich weniger Leute. Das freut mich immer, weil ich dann halt auch viel Neues erzählen kann, was die Leute noch nicht wissen. Gut, das Ganze ist halt ein Hobbyprojekt von mir, das mache ich nach der Arbeit, in den Nachtstunden, tagsüber gehe ich Geld verdienen und zwischendurch, klingt jetzt ein bisschen fies, soll auch nicht so rüberkommen, habe ich dann noch eine Familie. Also man schafft den Spagat schon ganz gut, die unterstützen mich und sind auch hier irgendwo am Rumlaufen. Und ja, was ich heute hier ein bisschen erzählen möchte, ist, was 3D-Scannen im Allgemeinen ist, welche verschiedenen Verfahren es gibt. Ich will da nicht zu tief gehen, ich kratze da eher ein bisschen an der Oberfläche, gehe dann speziell auf das Laserscan-Verfahren ein, weil das halt auch beim FabScan eingesetzt wird und erzähle dann so ein bisschen, wie der FabScan, das Projekt an sich entstanden ist. Und dann, was ich dann halt vor 2 Jahren da übernommen habe und wie ich das dann in eine andere Richtung ein bisschen bewegt habe und das geschaffen habe, was man jetzt so kennt, was übrig geblieben ist. Ich beginne dann mal mit den verschiedenen Scan-Verfahren. Wir sehen hier ein Bild. Das soll jetzt nicht irgendwelche Hersteller repräsentieren, sondern generell einfach nur einen Einblick geben in die verschiedenen Techniken, die es gibt. Wir haben hier oben auf der linken Seite einen 3D-Laserscanner, das ist halt genau das Verfahren, was der FabScan auch beherrscht. Dazu komme ich gleich noch genauer. Auf der rechten Seite sehen wir hier eine Xbox Kinect, das ist von Microsoft, das ist ein Tiefensensor, der ursprünglich für eine Spielekonsole entwickelt wurde. Das arbeitet nach einem Prinzip, das hat einen Tiefensensor drin, da ist ein kleiner Projektor, der wirft Punkte in den Raum, Infrarotpunkte. Und eine Kamera erfasst diese Punkte und dadurch kann man halt die Tiefe ermitteln, also die 3D-Koordinaten von dem Bild, was die Kamera gerade sieht. Unten links habe ich repräsentativ für Fotogrammetrie einfach meine Spiegelreflexkamera eingeblendet. Das ist im Prinzip, Fotogrammetrie ist ein Verfahren, wo ganz viele Bilder vom Objekt gemacht werden. Man kennt das, manche Handy-Apps können das. Und am Ende werden dann aus diesen Bildern, die man gemacht hat, die Tiefenkoordinaten ermittelt und berechnet. Das ist ein sehr, sehr rechenaufwendiges Verfahren, da braucht man sehr, sehr starke Hardware für, damit das gut funktioniert. Es gibt Firmen wie, glaube ich, Autodesk, die machen sowas dann in der Cloud, die haben eine App, die Bilder werden, glaube ich, in die Cloud geschickt und bekommen nachher das Ergebnis dann von denen zurückgeliefert. Gut, und unten rechts, das ist halt so ähnlich wie das über der Kinect, das ist, glaube ich, von der Firma Artec ein 3D-Scanner, das ist Profibereich, sowas kostet im Bereich, glaube ich, 12.000 bis 17.000 Euro, wenn ich da richtig informiert bin. Das arbeitet ähnlich wie die Kinect, ist aber wesentlich präziser. Das ist schon wirklich so, ja, das kann man in der Industrie verwenden, zum Beispiel, um Qualitätssicherung zu betreiben. Das heißt, man geht hin, der Konstrukteur, der Maschinenbauer oder was auch immer, zeichnet einen Bauteil, das wird gefertigt auf einer Fräse und am Ende wird dieses Teil dann wieder gescannt und man vergleicht dann das Scannergebnis mit dem, was man halt modelliert hat in der CAD-Software und guckt dann, wie ist die Abweichung davon. Das wäre eine Möglichkeit. Was ich jetzt noch gar nicht aufgeführt habe, was auch in dem Bereich verwendet wird, ist halt, dass es haptisch passiert, dass quasi das Objekt angetastet wird von allen Seiten und so Punkte ermittelt werden. Das ist halt auch mehr in der Industrie genutzt als jetzt im Heimanwenderbereich oder im Design- oder Bastelbereich. So. Schauen wir mal, wie das Laserscan-Verfahren funktioniert. Das habe ich ja eben ein bisschen außen vor gelassen. Man hat zum einen eine Kamera hier vorne. Dann hat man das Objekt an sich, das ist hier dieser grüne Ball. Und man hat einen Linienlaser. Und dieser Linienlaser projiziert eine Linie auf das Objekt. Und dadurch, dass die Kamera aus einem anderen Winkel darauf schaut,
wirkt der Laser, ich sage jetzt mal verzerrt, der legt sich quasi diesem Objekt an. Und wenn man sich jetzt vorstellt, dass ich mit der Kamera drauf gucke, sehe ich den Laser in einem 2D-Bild. Dadurch, dass ich jetzt, wenn ich Zeile für Zeile durch dieses Bild gehe, die Laserlinie ermitteln kann, habe ich für jede Zeile die XY-Koordinate schon ermittelt. Mir fehlt dann diese Tiefeninformation noch, die Z-Koordinate. Und die kann man ganz leicht ermitteln, indem man verschiedene geometrische Voraussetzungen kennt. Sprich, man kennt den Abstand von der Kamera zum Drehteller, man kennt den Winkel vom Laser zur Kamera und so weiter. Diese Informationen, also diese Distanzen mit diesen XY-Koordinaten, die man bereits durch die 2D-Informationen hat, die steckt man nachher in eine mathematische Funktion oder in das sogenannte Triangulationsverfahren und damit ermittelt man dann die Z-Koordinate. Und so bekommt man dann auf der Linie entlang liegend für jeden Punkt eine XYZ-Koordinate. Das Ganze macht man dann idealerweise, wenn das Objekt auf einem Drehteller liegt. Man dreht halt jedes Mal ein Stück weiter und bekommt halt so ganz viele Linien, die nebeneinander liegen. Und damit erhält man am Ende eine sogenannte Punktwolke, was im Prinzip tatsächlich, wo der Name Programm ist, das ist eine Wolke, die besteht aus rein aus Punkten und repräsentiert somit das Objekt. So, was gibt's nun in dem Bereich für Heimanwender oder für Maker? Im Prinzip habe ich hier mal so die Platzhirsche aufgemalt oder angebracht. Das ist zum einen, vielleicht habe ich auch jetzt Unrecht getan und welche vergessen, ich weiß es nicht, aber das sind so die meine Lieblingsgeräte, wo ich immer sage, die kennt man halt oder die treten immer wieder irgendwo, treten in die Erscheinung. Oben rechts haben wir von der Firma BQ den Cyclop, der ist sehr gut. Ich weiß nicht, ob er noch weiterentwickelt wird, weil die haben, glaube ich, ihre Entwicklung vorletztes Jahr oder letztes Jahr eingestellt, diese ganze Maker-Abteilung. Deswegen weiß ich nichts. Darunter haben wir den Digitizer von der Firma MakerBot. Da hört man auch nicht mehr so viel von. Oben rechts ist ein sehr schönes Gerät, das nennt sich von Matter & Form, glaube ich. Das ist der, jetzt weiß ich den Namen nicht mehr, vielleicht fällt es mir gleich ein. Jedenfalls ist der so aufklappbar und die Kamera zum Beispiel fährt noch vor dem Drehteller hoch und runter, somit kann man halt auch verschiedene Höhen im Objekt noch erreichen. Hier unten rechts die Holzkiste, das ist der FabScan. Das ist wohl gesagt noch die alte Version. Aber was ich hier mit dieser Abbildung eigentlich zeigen will, ist, dass die Scanner alle eins gemein haben. Und das ist, wenn man es genauer anschaut, der Drehteller steht eigentlich offen im Raum. Und Laserscannen ist sehr, sehr anfällig für verschiedene Lichtverhältnisse. Das heißt, ich habe das mal in Cambridge bei der Raspberry Pi Foundation probiert mit dem alten FabScan, wollte da ganz toll zeigen, wie der scannen kann und plötzlich, das war ein Glasbau, zog so eine Wolke vorbei und dann war der Scan hinüber. Ja, und das war so ein bisschen peinlich, aber am Ende habe ich mir da an dem Zeitpunkt gesagt, das müssen wir ändern, da muss man eine Lösung finden und deswegen habe ich dann auch überlegt, wie schaffen wir es jetzt, das Hardware-Design zu ändern. Generell ist der FabScan 2010 oder 2009, glaube ich, im FabLab in Aachen entstanden, an der Universität, im Rahmen einer Bachelorarbeit von Francis Engelmann. Der hat dieses 3D-Scan-Konzept aufgenommen, hat gesagt, ich glaube, es ging darum, einen möglichst günstigen Scanner zu bauen, der auch möglichst einfach zusammenbaubar ist. Das ist auch soweit ganz gut gelungen. Ich habe hier mal so ein bisschen die Evolution. Das war das erste Gerät, was wir hier links sehen. Da steckte eine Webcam drin, einen Arduino, der den Drehteller und den Laser schaltet. Und das war es im Prinzip schon. Da gab es eine Software, die damit lief und so konnte man dann halt schon ganz einfach scannen. Ein bisschen später, ich kann jetzt die Jahreszahl nicht mehr sagen, ich glaube aber 2011 oder so, kam dann die nächste Entwicklungsstufe, das war der FabScan Cube. Da ist im Wesentlichen nicht viel passiert. Das Einzige, was sich geändert hat, ist das Gehäuse. Da wurde versucht, das linke Gehäuse besteht halt auch noch aus ein paar Dutzend Teilen und auf der rechten Seite hier wurde versucht, wie kriegt man das Gehäuse noch einfacher hin, sodass weniger Teile benötigt werden, dass die Laserzeit gespart wird und so weiter. Und dadurch ist dann der FabScan Cube auch im Rahmen von irgendeinem Masterclass oder im Rahmen an der Uni entstanden und war schon ganz gut. Ne? Das Problem bei der ganzen FabScan-Geschichte war so ein bisschen die Software. Und ich wusste auch nicht, wie geht's weiter und so weiter. Ich habe die Software dann angefangen, ein bisschen zu maintainen, habe versucht, das aufzugreifen. Und das Problem, was man halt dann als Softwareentwickler hat, ist dieses da. Viele Leute verwenden viele verschiedene Betriebssysteme und viele verschiedene Plattformen.
Und das ist so wirklich das Fieseste, was es gibt. Man fängt dann an zu überlegen, wie kriege ich das hin, dass das auf jedem System läuft. Beispiel zum Beispiel ist, unter Linux funktionierte das alles reibungslos, astrein, kein Problem. Ne? Das war alles für Linux entwickelt. Unter Apple funktioniert es so halbwegs gut. Und unter Windows hatte ich ein Problem mit dem Kameratreiber. Das soll jetzt nicht sagen, dass Windows ein schlechtes Betriebssystem ist, um Gottes Willen. Das Problem war einfach nur, dass die Treiber ganz unterschiedlich ansprechbar waren. Und bevor ich dann jetzt anfing, da irgendwie Murks zu machen, was halt dann in meiner, als ich das übernommen habe, das Projekt schon genug passiert ist, weil ich versucht habe, da irgendwelche Workarounds zu finden, um das halt irgendwie weiterzutreiben, bin ich schon zu der Entscheidung gekommen, wir müssen unbedingt was ändern. Und meine Idee war dann, das Ganze etwas runterzubrechen. Das zeigt so ein bisschen das Bild. Wir sehen diesen blauen Kreis, das ist so das, was ich sage, die Native-Language-Entwickler, das sind die Entwickler, die halt mit C und C++ und Qt und sowas alles arbeiten, die wirklich native Anwendungen schreiben, die man für jedes Betriebssystem auch kompilieren und übersetzen muss. Das heißt, wenn die Windows-Benutzer hier wissen, man hat eine Exe-Datei, die führt man aus und wird das Programm installiert und so weiter. Jetzt kann man sich vorstellen, dass diese Excel-Datei auf Linux oder auf dem Apple-System nicht ausführbar ist. Da brauche ich halt eine andere Datei. Das ist dann bei Linux irgendein Binary und bei Apple meistens nennt sich das DMG oder so, was dann die Applikation beinhaltet. Und dieses für alle Betriebssysteme auszuliefern, so dass das auch überall gleich gut läuft, das ist halt unheimlich schwierig gewesen. Und ich habe das hier veranschaulicht. Was ich dann wollte, ist, dass man halt so ein bisschen aus dem mittleren Kreis ausbricht und in diese äußeren Schichten reinkommt, wo halt auch Entwickler und Benutzer sitzen, die halt wesentlich weiter weg sind, also wo es ein bisschen mehr Abstraktionen gibt. Zum Beispiel als Entwickler ist es auch super schwer gewesen, in der Mitte diesen Kreis zu bedienen. Das heißt, wenn ich jetzt jemanden suche, der mir hilft dabei, da braucht er schon sehr, sehr spezielle Fähigkeiten. Der braucht, da muss ich wissen, kann ich den Compiler aufsetzen, diese ganze Toolchain, also diese ganze Werkzeugkette, die man da braucht, um das Produkt am Ende dann als installierbare Datei zu bekommen. Das ist halt super kompliziert. Das könnte man jetzt dokumentieren, dann hängt es hier, dann hängt es da, da ist eine Abhängigkeit und so weiter. Deswegen war mein Ziel zu sagen, es gibt halt viele Entwickler momentan, die halt für also im Bereich Web unterwegs sind oder Python und sowas, wo man das alles nicht braucht. Das sind halt andere Programmiersprachen, die haben ein anderes Paradigma. Und das war halt so der Punkt, dass ich versucht habe, wir müssen hier rauskommen aus dem inneren Kreis, etwas weiter raus in diesen hellgrünen Kreis und haben dann ganz außen Frontend-Designer, Webentwickler sitzen, die halt JavaScript können, die HTML können, die dann auch noch einen Beitrag zum Projekt leisten können, ohne dass sie halt wirklich diese tiefgreifenden Fähigkeiten brauchen. Und die Entscheidung, die ich dann getroffen habe, das war um 2014 rum, war, dass ich sagte, komm, wir gehen jetzt hin, nehmen das alte Hardware-Setup und stecken dort dann ein Raspberry Pi rein, weil damit schaffen wir es, eine Plattform zu bekommen, die alle eint. Machen das Ganze browserbasiert mit HTML5 und JavaScript, so dass halt jeder es benutzen kann, weil ein Browser, ein Chrome zum Beispiel, den kriegt man für jedes Betriebssystem, sogar für ein Tablet oder für ein Smartphone. Und damit nimmt man sich halt diese Problematik raus. Das heißt, man entwickelt nur noch Software für diese eine Plattform und hat dann aber gleich alle Leute, die das benutzen wollen, bedient. Und im Backend, also was auf dem Raspberry Pi läuft, habe ich mich entschieden für Python, weil das eine sehr einfach zu erlernende Programmiersprache ist. Ich weiß, dass viele Leute diese Sprache hassen, aber es ist halt nun mal so, dass man keinen Compiler braucht. Man führt es aus, man ändert was, stoppt das Programm, startet es neu und hat sofort die Änderung, ohne dass man da jetzt noch irgendwie warten muss oder komplizierte Werkzeugketten braucht, um das Ganze zu testen und zu probieren. Genau, das war so viel zur Software. Klar, habe ich gedacht, naja gut, jetzt habe ich den alten Kasten, jetzt hängt da ein Raspberry Pi drin und jetzt hängt da die Webcam mit USB am Raspberry Pi, dann habe ich den Arduino da dran und dann gucke ich in meine Kiste und sehe, dass der untere Bereich unter der Kamera komplett mit Kabeln war. Ich sage, naja, das geht vielleicht besser, der Raum ist zwar da, aber letzten Endes ist es jetzt nicht Sinn der Sache, dass man so einen riesengroßen Kabelsalat da drin hat. Hier ist nochmal so ein bisschen das, was ich erzählt habe. Da habe ich gesagt, okay, vielleicht nimmt man erstmal die Webcam weg, weil es gibt ja so eine tolle Kamera auch für den Raspberry Pi. Warum soll man die nicht verwenden? Die ist schlank. Da muss man auch, wie früher musste man beim alten Fabscan, musste man die Kamera, die Webcam auseinanderschrauben und die da reinzuschrauben. Da habe ich gesagt, okay, gut, gehen wir zur Raspberry Pi Cam. Da ist schon alles auseinandergeschraubt. Das brauchen wir noch zusammenzustecken und versuchen wir es damit. Der nächste Schritt war, diesen Arduino wegzubekommen, weil der auch über ein USB-Kabel dranhängt. Und da haben wir halt dieses Fabscan Pi-Head entwickelt. Das ist dieser Aufsatz, der da drauf sitzt. Und somit hat man diese ganze Hardware auf drei Komponenten reduziert. Kamera, Raspberry Pi und Pi-Head. Und das macht es halt sehr einfach, sehr sauber zu installieren und mega einfach auch zu bedienen, weil man nachher nur noch eine SD-Karte reinschiebt mit der Software und das ganze Ding läuft out of the box. Wie man sich vorstellen kann, war das jetzt in diesem riesen Gehäuse drin. Wo unten, unter dieser Platte, wo man sieht, wo der Drehteller ist, einfach nur Luft ist. Ja, das ist einfach nichts. Ne?
Und deswegen bin ich dann zu dem Entschluss gekommen, jetzt müssen wir anfangen, das Gehäuse zu ändern und vielleicht mal ein paar Prototypen bauen. Hier sind jetzt nur einige davon. Links haben wir dann mit einer Schiebetür experimentiert, weil wir wollen ja auch einen geschlossenen Raum haben. Ich habe vorhin erzählt, dass wenn eine Wolke vorbeizieht, diese Verzerrung nicht auftreten soll. Habe ich gedacht, okay, wir müssen es schaffen, dass wir den kompletten Raum dunkel machen und die Lichtverhältnisse in dieser Kiste selber steuern können. Deswegen gingen dann die ersten Versuche zu einer Schiebetür. Das hat sich als unpraktikabel erwiesen und dann sind wir halt weitergegangen, haben da eine Klappe dran gebaut. Und ich bin immer von den Originalabständen und den Originalmaßen vom alten Scanner ausgegangen, habe aber dann irgendwann gemerkt, man kann das Ding drastisch verkleinern, so dass man halt dann irgendwann auf dem letzten Design war und das ist halt tatsächlich so ein kleiner Würfel geworden. Das sieht jetzt hier ein bisschen verzerrt aus. Ich glaube, die Auflösung ist nicht hundertprozentig oder meine Folien sind in 4:3. Aber gut, wer das sehen möchte, da oben steht das Gerät, der kann sich das gerne auch noch anschauen kommen. So, und hier habe ich mal aus Spaß einfach den neuen in den alten reingestellt und da sieht man schon, wie viel Platzersparnis das war. Vor allem, viele Leute denken jetzt, na gut, jetzt habe ich aber da einen kleineren Drehteller drin oder irgendwas muss ja da nicht stimmen, wenn da so viel Platzersparnis ist. Das ist aber nicht richtig, weil das Scan-Volumen, was man jetzt hat, das sind 14 cm Durchmesser und 15 cm Höhe ungefähr und es ist tatsächlich genauso das gleiche Volumen wie im alten Scanner. Das haben wir einfach jetzt hier nur dadurch reduziert, die Größe, dass wir halt wirklich die unnützen Komponenten weggenommen haben und die neue Kamera halt ein besseres Bild liefert. So, das ist so ein bisschen, damit will ich jetzt auch niemanden langweilen, das ist so ein bisschen was für die Entwickler, da habe ich immer Spaß dran, das zu zeigen, weil es mich ein bisschen glücklich macht auch. Unten haben wir, das zeigt so ein bisschen den Softwareaufbau, unten haben wir die Firmware, das ist das Programm, was auf diesem Aufsatz für Raspberry Pi läuft. Dieser Aufsatz für Raspberry Pi ist eigentlich nichts anderes wie ein Arduino, der eigentlich direkt auf den Raspberry Pi gesteckt wird. Das ist wirklich genau das Gleiche, nur halt steckbar. Und die Firmware ist der Teil der Software, die quasi die Hardware-Komponenten ansteuert, der den Laser einschaltet, ausschaltet, der den Drehteller drehen lässt und so weiter. Darüber kommt eine Protokollebene, das heißt, irgendwie muss unser Raspberry Pi ja auch mit dem Ding sprechen oder der Rest der Software. Und dafür gibt es dann dieses G-Code-Protokoll, das kennt man vom 3D-Drucker. Ich habe es bewusst auf G-Code gesetzt, das Protokoll, auch wenn es in dem Sinn vielleicht erstmal keinen Sinn macht, aber es kann jeder lesen, es ist einfach zu debuggen, das heißt, man findet schnell Fehler, kann auch mal einen Befehl in der Kommandozeile eintippen und direkt hinschicken, als wenn man jetzt irgendeinen kryptischen Befehl hat und erstmal umrechnen muss von Hex in irgendwie ein anderes Format und deswegen dachte ich, naja gut, schicken wir es einfach seriell als String oder als Text über G-Code-Protokoll dahin. Darüber sitzt dann der Backend-Server, das ist der Teil von der FabScan-Pi-Software, den man auch nicht sieht. Neben der Firmware, der läuft halt auf dem Raspberry Pi. Da wird diese ganze Bildbearbeitung gemacht. Das heißt, wenn ein Bild reinkommt, das, was ich vorhin erklärt habe, wird die Laserlinie erkannt, diese Koordinaten werden berechnet und wenn das alles passiert ist, wird über eine der beiden Schnittstellen, in dem Fall oben rechts die WebSocket-Geschichte, wird das alles an den Teil geschickt, den man sehen kann. Das ist diese Browser-Anwendung, ne, die da läuft. Der ganze Kram da oben wird auch nochmal ausgeliefert von dem Backend-Server und so weiter und ich will da jetzt auch nicht noch weiter eingehen, das reicht, glaube ich, wenn da jemand Detailfragen hat. Ich bin die ganze Zeit noch hier den Abend und ich glaube, bis 6 Uhr haben wir noch Zeit. So, ich komme jetzt mal gerade zu dem neuen Webinterface. Vorher war es halt eine native Anwendung, die man irgendwo installieren musste im Betriebssystem. Es war halt auch ein bisschen schwierig, dann lief es nicht und dann war ganz komplizierte Geschichte. Jetzt ist es super einfach, man ruft einfach die IP-Adresse des Geräts im Browser auf. In dem Fall ist es, glaube ich, ein Chrome. Sieht auch gleich, was für eine Softwareversion das ist und so weiter. Die Software, die updatet sich selber, bekommt man vielleicht noch einen Hinweis, hey, es steht eine neue Software zur Verfügung. Man sieht sofort, ob die Hardware erkannt wurde, ob das alles richtig läuft. Ansonsten muss man nochmal beim Aufbau nachhaken und dann schauen, was da fehlgeschlagen ist. Die ganze Software hat eine Hauptfunktionalität und die ist unten, das ist diese Ente. Wenn man da drauf drückt, öffnet sich der sogenannte Settings-Dialog, habe ich das getauft. Und links sieht man dann ein Live-Bild von der Laserlinienerkennung. Und dann hat man hier rechts diese Einstellungen. Über diese kann man dann halt die Erkennung noch ein bisschen trimmen, wo man sagt, okay, die Laserlinienerkennung ist schlecht. Ich mache jetzt die Trennschärfe ein bisschen höher. Ich gebe noch ein bisschen mehr Licht, Kontrast oder Brightness auf die Kamera. Und dann kann man so die Lasererkennung verbessern. Weil es ist so, dass nicht jedes Objekt
gleich gut scannbar ist. Man kann sich das vorstellen, manche Objekte sind heller, andere dunkler, manche reflektieren, andere reflektieren weniger und dann muss man schon ein bisschen an den Parametern der Kamera und an der Laserintensität und an der ganzen Software ein bisschen schrauben. Und das macht man ganz bequem über diese Slider. Man kann da noch auswählen, ob man die Farbe mitscannen möchte, das kann der FabScanner auch. Und wenn man dann fertig ist, am Ende drückt man auf den Startknopf. Wenig später ist dann die Gummiente eingescannt. Man kann sich das ausdrucken, sofort mit in die Badewanne nehmen und ist glücklich. Auf der rechten Seite sieht man die Scan-Related Options. Das ist ein Dialog. Wenn man den öffnet, dort kann man die Scans runterladen. Ganz bequem. Da liegen dann die Rohscans. Man drückt auf den Knopf und dann werden ganz normal in den Downloads gespeichert auf dem Rechner. Links gibt es Open Recent Scans. Ich glaube, das ist selbsterklärend. Dort kann man dann einen Dialog öffnen, wo man die bereits gescannten Sachen nochmal sehen kann, laden kann und auch runterladen kann. Viel interessanter für die meisten ist jetzt wahrscheinlich, was leistet der FabScan? Womit kann ich rechnen, wenn ich das Gerät jetzt kaufe als Bausatz? Das hier sind jetzt Bilder, die sind schon etwas älter. Wir haben viel bessere Ergebnisse mittlerweile. Ich werde da vielleicht, wenn die Zeit das noch hergibt, auch noch ein bisschen was zeigen wollen. Oben links, das ist aus dem Forum, das hat ein User gemacht, das ist ein kleines Häschen, sehr gut geworden, finde ich. Daneben eine Schraube, die ich mal gescannt habe, die hat einen Durchmesser von 8 mm, sieht eigentlich schon ganz komfortabel aus. Da sieht man, das ist auch der Rohscan, das ist so eine Punktwolke, das ist nur eine Anordnung von Punkten. Rechts daneben ein Exponat, das wurde mir vom FabLab in Aachen mal in Auftrag gegeben. Unten links das Objekt quasi der FabScan Bear, der in der ersten FabScan-Version immer benutzt wurde. Ich wollte halt einfach damit so ein bisschen vergleichen, wie waren denn die Scans früher und was habe ich jetzt, ne, damit ich so ein bisschen eine Relation habe. Jetzt kommt die sehr interessante Frage, was macht man jetzt mit so einem Scan? Man kann jetzt, klar, die ganze Wohnung vollstellen mit Häschen und Bärchen, aber ich finde es halt viel interessanter, wenn man sich jetzt überlegt, man kann halt Nüsse scannen, macht super viel Sinn, weil danach kann man solche Sachen machen wie, man kann die Nüsse wieder einpacken in Nussschalen, die man dann wieder selber erzeugt. Das ist von einem User gemacht worden. Zuerst habe ich gesagt, was ist das für ein Quatsch, aber dann hat es schlagartig Klick gemacht und hat gesagt, eigentlich ist das gar nicht so schlecht und deswegen führe ich das gerne als Beispiel an, weil das soll so ein bisschen repräsentieren, steht hier repräsentativ für, ich habe irgendwas, was ich einpacken möchte, sei es ein Gerät oder irgendeine Elektronik oder sonst was und brauche halt so ein bisschen grob die Maße von den Dingen. Das heißt, ich stelle mir das auf den Scanner, scanne das, habe das Gerät und kann das Gehäuse drumherum bauen. Zum Beispiel, ich nehme Scannen, einfach skaliere, das eine Objekt von dem anderen wieder abziehe und dann habe ich quasi schon ein grobes Gehäuse, was ich mir dann nochmal verfeinern kann. Nichts anderes ist hier passiert. Die Nuss wurde gescannt, dann wurde eine kleinere Version, eine skalierte Version der Nuss nochmal von der anderen Nuss abgezogen und dann habe ich halt die Nussschale erhalten, wo die Nuss perfekt reinpasst. Die Frage ist jetzt, wie geht's weiter? Ich habe noch vor, jetzt solche Späße zu machen, dass man zum Beispiel Octoprint mit einbaut. Das heißt, der Scanner an sich wäre noch ein Druckserver, so dass man gleich seine Scans direkt an den 3D-Drucker schicken kann. Die Anschlüsse für den 3D-Drucker bietet hier vorne das USB-Interface vom Raspberry Pi. Eine weitere Sache ist eine Anbindung von WLAN, Nachbearbeitung der Objekte und so weiter und so fort. Also die Issue-Liste, die ist ganz lang bei GitHub. Es kommen auch jeden Tag neue dazu, vielleicht nach der Make Munich auch wieder neue. Und dann schauen wir mal, es wird nach Priorität abgearbeitet, je nach Feature-Request und wie viele Leute halt drängen und mir dann wöchentlich Mails schreiben. Was nicht ein Aufruf dazu sein soll, auf Features zu drängen. Ja, das funktioniert nicht, das geht auch zeitlich nicht. Genau. Dann bedanke ich mich erstmal für die Aufmerksamkeit. Ich bin soweit durch. Wenn noch Fragen sind, habe ich jetzt noch ganz kurz Zeit, Fragen zu beantworten. Wenn es zu weit geht mit den Fragen, dann würde ich das gerne so handeln, dass wir im Anschluss nach dem Preisverleihungs- oder der Awardverleihung unseres Vereins, was wir gleich machen, ich würde euch bitten, hier noch hier kurz hier zu bleiben, würde ich dann sagen, können wir persönlich auch noch Fragen am Stand kurz klären. Gibt's Fragen? Sehr gerne. Ich muss was näher kommen, sonst höre ich das nicht. In welchem Bereich ist es skalierbar, wenn ich jetzt sage, ich möchte jede Achse um den Faktor 2 doppelt so lang bauen, ist das möglich? Die Frage, hat jeder verstanden? Die Frage war, gut ist das skalierbar? Also kann ich, wenn ich größere Objekte scannen möchte wahrscheinlich, kann ich das Gerät auch größer bauen? Das ist im Prinzip kein Problem. Das Gerät wird ja so als Bausatz verkauft, damit es einen Einstieg gewährleistet. Da gibt es eine Konfigurationsdatei, wo die Abmaße des Scanners drinstehen. Und wenn man das jetzt doppelt so groß bauen möchte, dann muss man nur eine größere Kiste bauen. Da reicht eine Pappkiste, wo das alles drin ist, trägt die neuen Maße ein und man ist ready to go.
Was halt ein Problem ist, irgendwann macht es keinen Sinn mehr, wenn man jetzt sagt, ich will das 20 Mal so groß bauen und möchte da einen Traktor reinstellen zum Scannen. Da muss man sich über Sinn der Sache nachdenken oder philosophieren, weil irgendwann wird es so sein, dass die Kamera diesen Laserstrahl nicht mehr erfassen kann, weil das Objekt zu weit weg ist oder irgendwie zu groß ist und so weiter. Da würde ich dann auf ein anderes Scanverfahren ausweichen, zum Beispiel mit der Kinect oder sowas, ich sag mal im Bereich Stuhl, Tisch, Möbelstück, da würde ich auf jeden Fall nicht mehr mit so einem Laserscan-Ansatz mit einem Drehteller hingehen, sondern tatsächlich mit einem Tiefensensor. Noch sonstige Fragen? Ich gehe, passt. Ja, danke. Die Frage wäre, wie arbeite ich mit der Punktewolke, die der Scanner erzeugt, weiter? Da war ja das Beispiel, dass jemand jetzt eine Nuss einpackt. Ich könnte mir auch vorstellen, dass man einfach ein Element scannt, an das man was dran bauen will, wo man auch wieder die Oberfläche braucht und dann will ich weiterarbeiten. Aber ich habe ja nur eine Punktewolke, ich habe keine Geometrie, mit der ich wirklich... Eine sehr berechtigte Frage, die habe ich auch tatsächlich... Wie mache ich das? Ich habe es hier ausgelassen. Tatsächlich, wo wir vorhin den Optionendialog gesehen haben, da gibt es einen Knopf, da drückt man drauf und dann steht da, ist das ein kleiner Zauberstab. Und wenn man den drückt, dann kann man das Ausgabeformat auswählen. Das ist zum Beispiel STL, wenn Sie jetzt das Ding 3D drucken möchten, OBJ und auch wieder als Punktwolke mit Struktur geht auch, mit Farbe. Und dann gibt es noch verschiedene Algorithmen, die man da auswählen kann zum also zum sogenannten Meshen nennt man das, wo man halt quasi aus diesen Punkten wieder ein geschlossenes Gitternetz macht. Das kann die Software auch automatisch mittlerweile leisten. Das ging in der Vorgängerversion übrigens nicht. Ne? Also das ist kein Problem. Das kann ich auch gerne zeigen. Ich habe mal ganz kurz, weil damit Sie sich mal ein Beispiel so einen Eindruck davon bekommen, was jetzt möglich ist. Das ist so ein Objekt, was ich jetzt zuletzt gescannt habe damit. Genau. Und hier sieht man es sehr gut, wenn man ranzoomt. Ah, hier sieht man es nicht. Moment, ich muss erstmal auf ein anderes Icon drücken. So würde das dann aussehen. Das ist ein druckbarer Output für Sie als STL. Sonstige Fragen? Ja, Mario, hast du Angaben zur direkten Genauigkeit? Hast du irgendwelche Messungen gemacht, was du mal sagen kannst? Jetzt mit der neuen Version, die das hier produziert hat, da war ich irgendwo plus minus zwischen 1/10 und 4/10 Millimeter. Das hängt aber so ein bisschen zusammen, wie ist die Kalibrierung gelaufen oder ne, also es sind auch schon ein paar Faktoren, die mit reinspielen. Ich habe jetzt eigentlich vorgehabt für die Veranstaltung hier, eine neue Software-Release zu machen, die quasi Autokalibrierung beherrscht. Vorher habe ich gesagt, musste man noch die ganzen Abmessungen in der Konfigurationsdatei einstellen. Das Problem ist, wenn man jetzt mit dem Lineal hingeht, dann gibt es halt schon mal Messunterschiede. Und es gab im Forum Leute, die sagten, nee, ich habe das gemessen, der andere, nee, ich habe das gemessen. Das hängt auch so ein bisschen damit zusammen, es ist ein Bausatz. Wie sind die Toleranzen beim Zusammenbau? Und da kommt man halt nicht mehr hin mit dem Idealwert. Da braucht man dann halt einen Mechanismus, der das selbst einmisst. Und das kommt mit der nächsten Software-Version und dann kommen wir auf diese Genauigkeit. Ich habe da oben auf der Bühne das Originalobjekt stehen und daneben steht ein Ausdruck, den ich mit Stereolithografie gedruckt habe. Und wenn man sich das mal anschaut, da kann man sich dann ein Bild davon machen. Und die neue Software ist dann auch nutzbar für die aktuelle Hardware? Ja, absolut. Okay. Das ist nur ein Upgrade. Dann. Da kommen immer jetzt fortlaufende Upgrades. Es hat halt ein bisschen länger gedauert jetzt bis zum nächsten. Okay, ja. Danke. Gut, ich denke, alles Weitere dann bitte mich persönlich nochmal ansprechen.